Ist das schön hier am Rhein in Duisburg. Besonders bei diesem tollen Wetter heute. Da fällt mir das Warten umso leichter. Ich warte nämlich auf meinen Bruder Luzi. Hoffentlich kommt er gut durch. Ich hatte eigentlich schon gestern mit ihm gerechnet. Glücklicherweise weiß er ja, dass ich hier am Strandhaus zu finden bin. Ah, da kommt er ja schon. Hallo, Luzi. Hallo, Jack. Schön, dich endlich zu sehen. Mensch, das war eine abenteuerliche Reise von Rabenthal in Euland nach Duisburg in Deutschland. Von Rabenthal? Was machst du denn so tief im Süden von Euland? Ich hatte gehört, dass sich dort die Wälder lohnen, um Tiere zu beobachten. Deshalb bin ich dahin gereist. Und nachdem ich gerade mal 2 Stunden dort war, erhielt ich deine SMS. Dann habe ich mich auf den Weg hierhin gemacht. Davon musst du mir unbedingt erzählen, wenn du wieder von deiner Weltreise zurück bist. Aber jetzt mach erstmal dein Flugzeug fertig und flieg los. Wo geht es heute denn als erstes hin? Nach Somalia. Oh, nicht gerade das friedlichste Land der Welt. Das stimmt, aber dafür ein ungewöhnliches Land. Das ist richtig. Na dann mach dich mal auf und melde dich zwischendurch. Glücklicherweise gibt es ja heutzutage Internet und Handys. So, dann will ich mal mein Flugzeug fertig machen und endlich wieder fliegen. Dich werde ich erstmal sehen. Endlich bin ich angekommen. Im Film geht ja immer alles sehr schnell, aber ihr könnt mir glauben, zwischen Deutschland und Somalia liegt ein ganz schön langer Weg, selbst wenn man mit dem Flugzeug unterwegs ist. Aber erstmal melde ich mich bei Jack. Jack, kannst du mich hören? Ja, ich kann dich sogar sehen. Bist du schon angekommen? Schon? Die Reise war ja lange genug. Das glaube ich dir. Was kannst du mir denn so alles erzählen und zeigen? Glücklicherweise eine ganze Menge. Die Flagge, die du hier hinter mir siehst, ist die Nationalflagge von Somalia. Eine blaue Flagge mit weißem Stern. Somalia ist seit 2012 eine Bundesrepublik, zumindest offiziell. Das Land liegt im äußersten Osten Afrikas. Der Name Somalias wird abgeleitet durch das Volk der Somali. 1960 entstand der Staat aus den Kolonialgebieten britische Somaliland und italienische Somaliland. In Somalia gibt es 2 Amtssprachen, einmal Somali und Arabisch. Offiziell gibt es einen Präsidenten, doch der wird nicht von allen Einwohnern in Somalia anerkannt. Es leben etwa 15,4 Millionen Einwohner dort und trotz der vielen Schwierigkeiten hat das Land einen Bevölkerungszuwachs von 2,9% pro Jahr.
Die Hauptstadt ist offiziell Mogadischu, jedoch wird diese auch nicht von allen Einwohnern als Hauptstadt anerkannt. Was ausnahmsweise mal alle anerkennen, ist die Währung, das ist hier nämlich der Somalia-Schilling. Lustigerweise ist da die Abkürzung SOS. Von 1991 bis 2012 gab es bedingt durch den andauernden Bürgerkrieg in Somalia eine Übergangsregierung. In diesem Durcheinander, wo keiner wusste, wer, wo und warum wie viel Sagen hatte, begannen die größten Sorgen und Probleme. Seit Ende Juni 1960 ist der Norden und seit Anfang Juli 1960 der Süden unabhängig. Somalia ist im Übrigen 637.657 Quadratkilometer groß an Fläche. In politischer und wirtschaftlicher Weise gilt das Land als äußerst unentwickelt. Von 2000 bis 2012 war es der Regierung sogar kaum möglich, die eigene Hauptstadt unter Kontrolle zu halten. Durch den Bürgerkrieg fielen viele Teile des Staates in die Hände von Clangruppen, Kriegstruppen, Terroristen und Piraten. Auch bedingt dadurch entwickelten sich in Somalia viele selbsternannte Staaten, die alle das einzig wahre Somalia sein wollten. Durch zu wenig Polizei und Küstenwache können noch immer sehr viele illegale Geschäfte betrieben werden. Vor dem Krieg galt Somalia sogar als eines der wenigen Nationalstaaten Afrikas und war ein Vorbild für andere Staaten und Gebiete, zumindest im Aufbau. Mittlerweile hat sich das Blatt jedoch gewendet. Schade. Die Staatsreligion in Somalia ist der Islam. Es dürfen auch andere Religionen wie zum Beispiel das Christentum dort ausgelebt werden, jedoch müssen Nicht-Muslime befürchten, aufgrund ihrer andersdenkenden Religion getötet werden zu können. Es gibt auch Schulen in Somalia, doch bedingt dadurch, dass viele Kinder zur Arbeit oder an die Waffe gezwungen werden und dadurch nicht lernen können, besucht nur jedes vierte Kind die Schule oder wenigstens eine schulähnliche Einrichtung. Auch die Gesundheit lässt zu wünschen übrig. So haben 70% der Bevölkerung keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser. Die durchschnittliche Lebenserwartung liegt dort bei 57,5 Jahren. Was jedoch selten für afrikanische Verhältnisse ist, sind die hohen Bildungschancen für Mädchen und Frauen, wie auch die niedrige Quote der HIV-Erkrankten in Somalia. Immerhin etwas. Trotz vielen ausländischen Unterstützungen leiden über 3 Millionen Menschen durch Dürre, Terroristen und Piraten schwer an Hunger. Kein Wunder, dass auch viele Somalier versuchen, aus dem eigenen Land zu fliehen. Wer jedoch denkt, vor dem Bürgerkrieg war alles besser, der irrt, denn davor wurde Somalia diktatorisch geführt. War also auch nicht unbedingt besser. Um mehr Frieden im Land zu bekommen, wurden 2013 die Sektionen Jubaland und Zentralsomalia offiziell zu eigenen Bundesstaaten erklärt. Mittlerweile existieren offiziell 6 Bundesstaaten in Somalia. Menschenrechtsverletzungen sind nach wie vor zahlreich, können jedoch nicht verfolgt werden. Auch die Todesstrafe existiert leider in Somalia, hauptsächlich für Kindersoldaten feindlicher Truppen oder für Homosexuelle. Mit einem Landeseinkommen von etwa 6 Milliarden US-Dollar zählt das Land zu den 10 ärmsten Ländern der Welt. Dabei könnte Somalia viel reicher sein. Es besitzt extrem viel Öl und Gas. Doch bedingt durch die fehlende Sicherheitslage kann dies nicht gefördert werden.
Somalia gilt durch die überforderte Regierung immerhin als Steuerparadies, da die Steuern nicht überall eingetrieben werden können. Somalia liegt in unmittelbarer Nähe wichtiger internationaler Schifffahrtswege. Durch die fehlende Küstenwache war es kein Wunder, als ab 1991 in Somalia die Piraterie begann. Als irgendwann die Fischerei immer weniger Geld einbrachte, wurden sogar viele Fischer Piraten. So konnten sie sich besser um ihre Familien kümmern. Traurig, aber wahr. Doch auch in diesem Land gibt es Musik. Musik ist oft das Einzige, was den Einwohnern Hoffnung gibt. Es gibt jedoch auch Positives zu berichten. Denn einige Orte, in denen Piraten und Terroristen besiegt werden konnten, werden neu aufgebaut. Auch zum Beispiel die Orte um die Hauptstadt herum und die Hauptstadt natürlich selber auch. Es ist noch viel zu tun, doch gefährliche Gruppierungen werden immer weniger und das Land beginnt langsam sich wieder zu erholen. Selbst in einigen wenigen Teilen von Somalia kann wieder Urlaub gemacht werden und neue, wunderschöne Häuser und Stadtteile entstehen. Das war es für heute. Jetzt fliege ich weiter, denn morgen will ich schon in Transnistrien sein. Das war mal wieder spannend und interessant zugleich. Aber wo um alles in der Welt ist dieses Transnistrien? Ich habe noch nie von diesem Land gehört. Kein Wunder, dieses Land gibt es auch nicht. Zumindest nicht offiziell. Und trotzdem kann man es richtig bereisen. Hä? Wie soll das denn gehen? Ist Transnistrien eine Mikronation oder so? Nein, das Thema Mikronationen hatten wir zwar auch schon mal bei Luzi erklärt, da gebe ich dir recht, aber Transnistrien ist weitaus mehr als eine Mikronation. Lass dich einfach überraschen und wir sehen und hören uns dann morgen wieder. Alles klar, Luzi, ich bin gespannt. Dann bis morgen mal.